Ich habe gegen den Weltmeister in Pana, Rakaba, ein Tunnel-Game gemacht. Das ist passiert. Ich wollte eine Revanche, aber diesmal nur Freestyle-Skills in der Luft, meine Spezialität. Also habe ich direkt mit einem Trick, wo man dreimal um den Ball geht, gestartet. Gehe hier schnell rein, um ihn wirklich richtig schwindelig zu spielen. Ich habe das nicht vergessen, dass er mich gerade getunnelt hat. Jetzt noch ein geiler Move zum Abschluss und bam, top das erstmal, du hast keine Chance. Jetzt war Rakaba an der Reihe, mir seine Freestyle-Skills im Jonglieren zu zeigen. Er hat aber trotzdem mit den Pana-Moves angefangen. Ich war aber echt erstaunt, was für geile Moves er da im Jonglieren rausgehauen hat. Das ist echt sehr, sehr krass. Ihr entscheidet jetzt in den Kommentaren, wer das Freestyle-Battle gewonnen hat.